willkommen zur neuen Folge von 1984 FM. Leute, was machen wir nur? Was sollen wir machen? Leute, mit wir meine ich uns Aufgewachten. Ob Deutsche, Türken. Was sollen wir nur machen? Meine Freunde, sagt's mir, bitte. Meine Truder-Freunde, sagt's mir. Nein, nicht du. Du bist nicht gemeint. Halt die Fresse und verpiss dich. Du nicht. Du schon, ihr schon. Was sollen wir nur machen? Sagt's mir, bitte. Ich meine, ich sehe doch, es gibt ja zum Glück noch ein paar von euch, die etwas intelligenter sind. Zum Glück sind da auch einige dabei, die merken, dass da Hass geschürt werden soll. Vor allem, ja. Ja, ich habe jetzt gerade hier das hier offen, ja. Und Leute, ich habe doch ein Video gemacht. Sind die Tafeln nur da, um die Armen zu eliminieren? Dieses Video hat 2000 Aufrufe, 2661 Aufrufe nur. Und das sind sogar welche, die haben den Daumen runter. Ne? Und schwuppsdiwupps, was kommt denn da? Armut, wer weniger hat, stirbt früher. Also um die 10 Jahre, ja. Wer weniger hat, stirbt früher und wird 90 Jahre übersteigen. Ja, bestimmt nicht den Dachdecker oder die Krankenschwester oder wem auch immer. Wenn ich manchmal hier am Flughafen dann Leute abhole und dann die Alkohol fressen sehe, also die richtig fertigen Leute, die Armen, also echt mein Beileid, ja. Die Armen sterben früher. Und warum? Wird hier in meinem Film berichtet. Viele kaufen halt Müll zum Fressen, ist ja klar. Wenn du Müll zum Fressen kriegst, dann wirst du halt schneller verrecken, ist ja wohl klar. Wenn du Billighühnchen kaufst, wo die Hersteller teilweise finanziert werden durch Müllentsorgung und kontaminierten Dreck, ich will nur Dioxineier und so weiter sagen, ja. Kannst du mir eine Tonne Dioxin entsorgen? Ja, aber ich habe doch einen Geflügelhof, also ich habe doch keine Müll. Ja, gibst halt den zum Fressen und dann sparst du dir das Futter und kriegst du von mir noch Geld. Bist du blöd? Jetzt werden natürlich einige sagen, Ali, bist du dumm? Sowas kann doch niemals passieren. Du bist so blöd. Du glaubst wirklich, die stecken alle unter der Decke, du Arsch. Die stecken alle unter der Decke. Leute, was will ich mit euch denn reden, wenn in Bayern so eine Fresse Finanzminister ist? Was will ich mit euch überhaupt reden? Die Leute wählen solche Leute. Könnt ihr euch vorstellen, was will ich mit solchen Leuten reden? Nehmt mal den, ich meine, ich habe hab übrigens, nicht aktuell, weil er bei der Maybrit Bumser oder wie die heißt, nicht weil er da aktuell so dumm und doof geredet hat. Nein, ich habe eine Ex als Beweis, damit ihr seht, dass ich nicht lüge. Habe ich eine Facebook-Gruppe, die heißt Markus Söder muss verschwinden. Ja? Und die ist schon bestimmt 7 Jahre alt. Aber da mich ja keiner leiden kann, sind da bloß 100 Leute, glaube ich. Aber ich habe natürlich auch Gruppen, das sind Tausende. Ja, das sind Tausende. Leute, schaut euch bitte irgendein Video von jemandem, wenn er redet, könntest du ihn in die Fresse hauen. Wirklich? Wenn der Typ redet und der, stell dir mal vor, der ist nicht irgendwie nur irgendwo so ein Büroangestellter, irgendein Beamter, irgendwas, der halt irgendwas macht. Nein, der ist Finanzminister. Dass er geschieden ist, unsere Frau verlassen hat, ist eine andere Geschichte. Geht mich nichts an, das ist ein Privatzeug. Ja? Das ist mir wurscht. Als Beweis, ich meine, der ist auch Nürnberger, ja. Als Beweis, ja, und der tut ständig in Nürnberg sich mit einmischen. Pass mal auf, was in Nürnberg aktuell los ist. Techno, Stadt Nürnberg fordert weniger Techno auf After Hours, ja. Oder Razzien in Techno-Läden. Die haben was gegen Techno. Ich meine, ist ja klar, dass der nur irgendwelche hören will, ja. Schau die Fresse an, dann weißt du's. Leute, nichts gegen hässliche Typen. Okay, nichts gegen hässlich, ich bin ja auch kein Schönling, ja. Aber wenn ihr, das ist ein Politiker, verstehst du, wenn der irgendein Elvis-Imitator wäre, das wäre mir wurscht, das wäre alles okay, dann würde ich sagen, ey, super Junge. Super. So ein Typ ist Politiker, Finanzminister in Bayern
und der soll Seehofer auswechseln. Und Leute, das Problem ist, der hat ein bisschen was vom Trump, nur nicht die Intelligenz. Das ist das Gefährliche. Versteht ihr, Leute? Ein Dummer, der wirklich nichts gebacken bekommt, der wurde halt da reingefurzt in diesen Job. Glaubt mir, Leute. Und Nürnberg, was ist nur mit Nürnberg los? Und der ist aus Nürnberg und der hat da CSU-Vorstand und alles gehabt. Ja, CSU, ja, natürlich CSU. Wer denn sonst? Wo würde der sonst aufgenommen werden? Wo ich Eiterbatzen im Gesicht kriege, wenn ich den irgendwie höre. Ja? Dieser Typ ist eine Schande. Schämt euch, CSU, schämt euch. Schämt euch. So einen Typen. Mensch, okay, gibt ihn der Stelle, dass er halt nicht irgendwie irgendwo putzen gehen muss oder was auch immer. Aber bitte doch nicht Finanzminister, ihr Vollaffen! Ihr seid geistig behindert, wirklich! Den zu wählen, hört den mal nur mal kurz zu. Leute, es geht nicht um sein Gesicht, wirklich. Es geht nicht um seine Art. Es geht nur, was er redet als Politiker. Dann müsst ihr ein paar Watschen kriegen. Und Nürnberg, wie gesagt, was ist nur aus Nürnberg los? Und wie gesagt, der hat auch sehr viel Politik in Nürnberg gemacht, ja. Und passt mal auf, ich meine, Bayern, Nürnberg ist ja in Bayern, ja. Und passt auf, genauso in Nürnberg, da ist, die Jugendlichen haben da eine Rollerskate-Stelle gefunden, das nennt sich Kornmarkt, da tun sie halt Rollerskate fahren. Und die werden da verscheucht, ja, die werden verscheucht. Und wisst ihr, wo sie die Rollerskatebahn, das ist nämlich mitten in der Stadt, da kommen sie alle gut hin. Wisst ihr, wo sie die jetzt hingebaut haben? Am Arsch der Welt, da musst du fast eine Stunde mit dem Fahrrad fahren oder mit der U-Bahn ewig fahren. Das ist hinterm Dutzenteich, das ist so ein Teich. Da hinten, weiter hinten, haben sie dann total abgelegen, fernab von allem, haben sie halt ein paar Roller-Dinger hingestellt, so Rollerskate-Bahnen, ja. Leute, was soll ich nur von dieser Stadt erwarten? Und vor allem, was willst du erwarten, wenn so einer, der aus Nürnberg Politik macht, sowas, der bräuchte nur mal kurz mal da anrufen und sagen, Leute, baut da irgendwo in der Nähe, da ist, ey, Leute, ohne Schmarrn, da sind lauter Parks in der Nähe, lauter Parks. Und da machen sie natürlich nichts hin, ja. Macht mal da was hin und denkt mal an die Jugendlichen, denkt mal an die Kinder, denkt mal an die, oder auch Techno-Partys, mein Gott, Techno-Party, wer Techno-Musik mag, der muss dann gleich ein Drogen-Junkie sein, ja, versteht ihr? Wenn weniger Techno. Die wollen Läden vorschreiben, was für Musik sie da spielen sollen. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist Nürnberg und so viel zur Diktatur. Ja. Aber Leute, ich will jetzt hier nicht wegen Nürnberg dieses Video machen, wobei ich echt das katastrophal finde, wie die Stadt Nürnberg Probleme, Anführungsstrichen, löst oder wie die Stadt Nürnberg immer mehr drangsaliert, keinen Spielraum mehr lässt den Jugendlichen. Ja. Und Leute, ist ja kein Wunder. Oder ist es ein Wunder, wenn so einer, wie gesagt, hört seine Texte, was er spricht. Da gibt es genug Sachen auf YouTube. Hört es an, was er sagt. Da kommt nichts mit Liebe. Da kommt nichts mit, wir könnten doch so und so. Da kommt nicht, nein, der rattert rein wie ein Elefant im Porzellan. Wie ist denn von der Serie? Du würdest gerade mal als Hamburg-Mannheimer Vertreter oder für diesen Maschmeyer als Versicherungsvertreter da auf einen Job kriegen. Mehr nicht in der normalen Welt, ja. Weiter geht's, Leute. Also passt mal auf, Leute. Was soll ich nur sagen? Also ihr, mein Video war richtig. Ich habe gesagt, sind die Tafeln da, um die Armen zu eliminieren. Wer kein Geld hat zum Fressen, geht zu den Tafeln. Und in dem Video, wer Lust hat, kann sich mal anschauen. Dann steigt das auch, nicht wegen Geld oder was auch immer, sondern das ist ja, meine Videos, Mensch, das müsste sich mal irgendwie, mehr Leute müssten das anschauen. Ich müsste irgendwie dumme Schminkvideos machen, da würde ich wahrscheinlich das Zehnfache kriegen, aber ohne Information dahinter. Was hast du davon, wenn du dich schminkst? Schminke ist übrigens total Schwachsinn. Da wollte ich, oder habe ich schon eins gemacht? Ich habe so viele Videos schon gemacht. Über Schminke wollte ich ein Video machen. Wieso müssen die Frauen sich eigentlich schminken? Die wollen doch was verstecken oder was verändern. Die verändern sich doch selber. Ja? Wisst ihr, was ich meine? Was soll das? Ich meine, ich gehe mit der Frau fort, Hand in Hand und so, und die ist voll zugeschminkt. Alter, wisch das alles mal ab und zeig dich, wer du wirklich bist. Ja?
Aber anderes Thema. Anderes Thema. Hier geht es darum, dass die abgelaufenen Lebensmittel ja da verschenkt werden oder verkauft werden oder was auch immer. Und abgelaufene Lebensmittel, das heißt, die sind noch länger in den Plastikdreck Verpackung gewesen. Das heißt, noch mehr Gifte, noch mehr, was weiß ich, für Benzole von diesem Plastik. Und dann teilweise muss man es auch im Plastik aufwärmen. Also das ist alles offen dargelegt. Alles offen. Moment, wo sind wir denn da? Also das, ja, Lebenserwartung sinkt. Und dann noch was, Leute. Wisst ihr, was der Hammer ist? Wer weniger hat, ist früher tot. Ja, ich weiß es. Und die Dummdödel machen nichts dagegen. Das kann ich ja auch nichts machen, oder? Dann, Leute, jetzt passt mal auf. 330.000 Stromsperren in Deutschland. Wisst ihr, was das bedeutet? Ja? Egal ob Familie oder nicht oder was auch immer. Von heute oder von gestern, ja, das ist ganz aktuell. Weniger Stromsperren, aber es sind immer noch 300.000. So laufen die Medien, ja, weniger Stromsperren, ja. Also Leute, unglaublich, 300.000 Stromsperren. Und wisst ihr, was die Katja Kipping von der SED, oh, Entschuldigung, die Linke, von der ehemaligen SED, was die nur betrifft aktuell, was die für Probleme sieht, natürlich nur dieser Herr hier. Wo ist er denn? Da. Ja, das interessiert die Leute ja nicht. Wohnungsmangel in Deutschland interessiert die Leute nicht. Der interessiert, ja, das hat man ja schon. Der interessiert die Leute. Und daraufhin Katja Kipping, die ganze Linkspartei. Ja, linke Partei. Türkei-Boykott. Ja, Türkei-Boykott, könnt ihr euch das vorstellen? Eine Partei sagt, kein Urlaub mehr in der Türkei sollen die Leute machen. Ne? Warum? Wegen diesen Herrn hier. Und meint ihr, sie tut mal kein Urlaub mehr in Israel vorschlagen? Ne? Weil da zig hunderte, glaube ich, sind es aktuell, Kinder in Gefängnissen in Israel stecken, also in besetzten Gebieten. Ja? Schreibt ihr da kein Urlaub in Israel? Ne? Nein, schreibt diese Frau irgendwas das kommt auch gleich, das ist ja noch schlimmer, der Hammer. Mit mehr Wohnungen für die Leute? Nein, interessiert die Leute nicht. Ja. Machen die deutschen Politiker, schreiben die irgendwo rein, dass mehr Wohnungen gebraucht werden. Sagen sie das irgendwo. Ich meine, so oft wie diesen Dennis Yüksel, Terrorunterstützer, so wie sie den unterstützen, sollten sie sich doch hinter Problemen, wo die Menschen bedrücken, machen. Leute, wisst ihr, was das bedeutet? Stromsperrungen, könnt ihr euch das vorstellen? 300.000 Menschen Stromsperrungen und die labert über Dennis Yüksel und Urlaubsverbot für die Türkei oder Vorschlag, Urlaub nicht mehr in der Türkei machen. Mann, halt doch die Fresse, du dumme Kuh. Die gehört zu der SED, zu der damaligen DDR-Honecker-Zeit. Damals war es okay. Damals haben sie Die da haben damals gesagt, ihr dürft nicht nach Westdeutschland, ihr dürft nicht in die Türkei, ihr müsst nach Rumänien und was auch immer halt Urlaub machen. Ne? Damals war das so und jetzt macht es die Frau genauso. Was ist denn das für eine schäbige Pseudo-Linke? Links für mich bedeutet, um sich um die Leute zu kümmern, ja? Wohnungen finden, die Stromsperren und sowas überhaupt nicht erlauben. Stromsperren im Winter. Im Winter. Was macht ihr denn bloß? Von der SPD will ich ja überhaupt nicht reden. Die SPD ist ja gerade am Regieren. Ja, das interessiert sie überhaupt nicht. Ja. Und jetzt, Leute, das Video ist gleich zu Ende. Keine Angst. Leute, unglaublich. Habt ihr diese Nachricht schon gehört? Ja? Es geht hierfür nicht um 10 Jahre alte Autos. Es geht hierfür nicht um 15 Jahre, 20 Jahre alte Autos, Leute. Leute, wisst ihr, ab 2015 die verkauften Autos dürfen dann auch nicht mehr reinfahren in die Stadt. Leute, und was macht ihr? Was machen die Politiker? Familien kaufen sich einen kleinen Diesel und der verbraucht wirklich weniger als ein Benziner, vergleichsweise gleiche Größe und so weiter.
Die interessiert das alles nicht. Ganz Deutschland interessiert nur diese Dennis Yüksel, der Terror unterstützt und die PKK dann deutsche Touristen umbringt oder entführt oder was auch immer. Ja? Leute, das gibt's nicht. Wie dumm muss ein Land sein? Langt euch am Kopf, ihr seid verloren. Und dann kauft ihr, weil ihr es gut meint und die Umwelt schonen wollt, kauft ihr einen Diesel 2015, kauft ihr euch einen nagelneuen Diesel, ihr Deppen. Ihr Deppen, meint es gut und kauft einen nagelneuen Diesel 2015, nagelneu. Es war nicht mal, das ist jetzt 2 Jahre gerade mal her. Ja, 1,5 Jahre ist es her. Und den müsst ihr jetzt entweder teuer umrüsten oder wegschmeißen. Könnt ihr euch vorstellen, 2015 kaufst du ein nagelneues Auto und weil er die 6er Norm nicht hat, musst du ihn wegschmeißen. Und die sagen mir jetzt, dass ein Dreizylinder, 3 Liter Politiker Audi, natürlich, der verbraucht natürlich, der ist natürlich umweltschonender als ein 1,3 Diesel. Ne? Versteht ihr, Leute? Die verarschen euch von vorn bis hinten, die ficken euch und dann kommen solche Politiker an die Macht, solche Vollidioten, Spasten. Ihr seid am Ende, dann kommen Pseudo-Linke. Die Linke könnt ihr euch abschminken. Das hat nichts mit links zu tun. Ja? Dann tun sie auch noch Türkei-Boykott aufrufen. Türkei-Boykott. Unglaublich. Ich reg mich vor allem nicht wegen dem auf, sondern ich reg mich auf, dass die Leute, die können ihre Wohnungen nicht zahlen, die kriegen keine Wohnungen mehr. Warte nur, bist du. Du wirst an meine Worte hören, du, der mir gerade zuhörst. Ja? Wenn du mal wieder eine Wohnung suchen solltest, dann wirst du an meine Worte denken und sagen, diese verfickten Wichser, warum tun sie, kümmern sie sich nicht mal um uns? Ja, um uns. Schauen die alle aus, als hätten sie keinen Wohnungsmangel? Hä? Das ist doch unfassbar. Und das ist vielleicht nicht erst seit gestern, das ist schon vor der Asylantenflut. Das sind Bilder von 2014 und so weiter. Könnt ihr selber nachschauen, ich erzähle euch keinen Scheiß. Moment, ist das, das schaut aber nicht nach Deutschland aus, obwohl das schaut so hässlich aus, das könnte schon Deutschland sein. Warte mal. Ja, das ist natürlich eine schöne Wohnung. Zwar ein wenig altbacken, so 2000er-Style und voll gedämmt, aber die Schlange, also ich würde mich schämen, in so eine Schlange mich stellen zu müssen. Ich würde mich schämen, ich bin doch eh Türke, ich würde doch eh die Wohnung eh nicht kriegen. Ne? Und das stellen sich in die Schlange im Winter auch noch, ja. Die Leute haben keine Ehre, ihr habt keine Ehre. Geht halt auf die Straße, geht zu eurem Bürgermeister und beschwert euch. In was für einer scheiß Stadt wohne ich denn, müsst ihr sagen. Schreibt die Katja Kipping an oder Pippi oder wie die heißt. Schreibt die an, schreibt den Söder an, was sie für scheiß Politik machen. Und der mit Nürnberg vor allem, ja, in Bayern. Ja? Leute, es ist vorbei, Deutschland ist im Arsch. Und warum? Weil die Masse der dummen Schlafschafe lässt sich von sowas ablenken. Es geht mir auch nicht unbedingt um den. Mir geht es wirklich um bezahlbare Wohnungen, Stromrechnungenverbot und Stromsperrungen. Die müssen. Merkt ihr, mein Gehirn flippt bald aus, aber ich muss mich beruhigen. Ich lebe ja nicht mehr in Deutschland. Ali, beruhig dich, Ali, beruhig dich. Ich fahre auch ein Diesel, ja. Ich fahre auch ein Diesel. Und meiner würde wahrscheinlich da nicht mal am Rand der deutschen Grenze kommen, weil ich so einen alten habe. Ich hätte nicht nur Innenstadtverbot, ich hätte Außenanbauflächenverbot, Einfahrtsverbot klatschen. Ich habe einen uralten Transporter, 1998, ja. Diesel. Ohne irgendwelche Abgasnorm-Dingen. Okay. Beruhig dich, Ali. Beruhig dich, Ali! Kann ich aber nicht. Wie denn? Wie soll ich mich denn da beruhigen? Wie denn? Boah, 15,7%? Boah, das ist fein nicht wenig, du. Leck mich am Arsch. Wisst ihr, was das bedeutet? Die haben jeden Monat... Ich muss mehr um das Geldabschaff-Ding. Ich muss mehr darüber was machen. Ich brauche mehr Hilfe. Ich muss mit euch... Ich muss es teilen. Ihr müsst
Wir müssen irgendwas machen, wir müssen was machen, um Geld abzuschaffen. Geld ist das einzige Problem. Die könnten alle super leben, super wohnen. Wir müssen das unbedingt schaffen. Keiner müsste dann auswandern. Keiner müsste aus Syrien fliehen. Wir müssen Geld abschaffen. Geld abschaffen. Dann hätten wir auch nicht mal einen Diesel, weil ja nur wegen Geld, wegen Umsatz ja das Ganze gebraucht wird. Ja. Naja, okay. Ja, Leute, das ist so viel von mir. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Und was wollte ich sagen? Ach ja, heute war schönes Wetter, ne? Ja. Tschüss.